Liebe Einwohnerinnen und Einwohner des Burgenlandkreises, am Anfang des Jahres 2022 wende ich mich wieder mit einer Neujahrsansprache an Sie alle. Zu prognostizieren, was in dem neuen Jahr auf uns zukommt, ist schwierig. Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre zeigen uns, dass Erwartungen und Pläne sehr schnell durch neue Ereignisse verändert werden können. Die Pandemie, die uns fast zwei Jahre im Atem hält, wird uns auch im Jahre 2022 weiter beherrschen. Deshalb möchte ich dies zum Anlass nehmen, um mich herzlich zu bedanken bei all den Menschen, die geholfen haben, die Gesundheit anderer zu schützen. In Krankenhäusern, in Arztpraxen, in Seniorenheimen, aber auch hier im Landratsamt, im Gesundheitsamt, in den Impfzentren und Impfstellen, in den Testzentren und natürlich auch bei unseren Hilfsorganisationen. Das Impfen wird 2022 ganz im Mittelpunkt unserer Bemühungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie stehen. Wir haben viel Lob erfahren für unsere Aktivitäten, um das Impfen nahe an Sie, die Einwohnerinnen und Einwohner, zu bringen. Das hat uns motiviert und macht uns Mut, das auch im Jahre 2022 fortzusetzen. An diejenigen von Ihnen, die die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und die Impfbemühungen kritisch sehen und dies laut zum Ausdruck bringen möchten, richte ich die Bitte, tun Sie dies auch weiterhin friedlich, so wie wir das bisher im Burgenlandkreis auch erlebt haben. In diesem Zusammenhang möchte ich den Dank an meine Kolleginnen und Kollegen der Versammlungsbehörde hier im Landratsamt richten und an die Polizei, die mit einer besonnenen Vorgehensweise dazu beigetragen haben, dass die Demonstrationen bisher ohne Eskalation verlaufen sind. Der Strukturwandel wird uns ebenfalls in diesem gerade begonnenen Jahr beschäftigen. Erst vor wenigen Tagen wurde in Deuben das älteste Braunkohlekraftwerk Deutschlands geschlossen. Hier in Deuben, hier im Burgenlandkreis. Damit ist der Strukturwandel bei uns unmittelbar angekommen. Zwar fällt jetzt kein Kumpel ins Bergfreie, aber ein erfolgreicher Strukturwandel ist dieses Modell nicht. Wir brauchen neue Arbeitsplätze und Perspektiven für die Kumpel im Revier. Und dafür benötigen wir Zeit. Deshalb ist ein vorzeitiger, nochmals vorgezogener Braunkohleausstieg auf das Jahr 2030 ein Problem für unsere Region. Und ohne zusätzliche Hilfen des Bundes ist dies nicht zu bewältigen. Aber, meine Damen und Herren, es gibt auch positive Dinge zu berichten, zum Beispiel aus der Bildung im Burgenlandkreis. Das Jahr 2022 steht gewissermaßen im Mittelpunkt der Eröffnung von neuen Bildungsinstitutionen oder der Fertigstellung von Schulsanierungen. Wir werden noch im Frühjahr 2022 das historische Gebäude in Zeitz des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wieder eröffnen können. Und die Neustadt-Sekundarschule in Weißenfels wird voraussichtlich Ende diesen Jahres ebenfalls fertiggestellt sein. Die Digitalisierung an den Schulen im Burgenlandkreis ist bereits weit vorangeschritten, aber wir werden in diesem Jahr noch einmal mehr als 5 Millionen Euro dafür zur Verfügung haben und weitere Schulen, ganz besonders das Burgenland-Gymnasium in Laucha, digital aufrüsten. Und die Planungen für weitere Schulen gehen voran. Für die Pestalozzi-Schule in Zeitz und die Pestalozzi-Schule in Hohenmölzen, ebenso
wie für unsere großen Bildungscampus in Weißenfels und in Naumburg. Im Jahr 2022 stehen wichtige Ereignisse im Bereich der Kultur vor unserer Tür. Im Herbst dieses Jahres wollen wir mit dem Umbau der Arche Nebra, dem Informationszentrum für die Himmelsscheibe von Nebra, beginnen, unserer weltberühmten Himmelsscheibe von Nebra. Dort sollen insgesamt rund 3 Millionen Euro investiert werden, unter anderem für ein neues Planetarium und für einen großen Außenbereich für Kinder und Familien. Und gleich nebenan, im Kloster Memleben, werden wir für rund 4,5 Millionen Euro neue Bereiche für Schülerinnen und Schüler errichten, für die Museumspädagogik und zugleich die gesamte historische Anlage barrierefrei gestalten. Besonders wichtig ist mir im Jahre 2022, dass wir mit dem Thema Mitteldeutsches Bergbaumuseum einen großen Schritt vorankommen. Wir brauchen im östlichen Burgenlandkreis einen Ort, an dem die mitteldeutsche Bergbaugeschichte erzählt werden kann. Unsere stolze 200 Jahre alte Bergbaugeschichte. Und schließlich werden wir in diesem Jahr auch zwei große Jubiläen begehen. Einerseits den 250. Geburtstag des wohl berühmtesten deutschen Dichters der Frühromantik, Novalis, und andererseits den 350. Todestag von Heinrich Schütz, dem Vater der deutschen Musik. Das wird Anlass sein für ein Festjahr in den Lebens- und Wirkungsstätten Weißenfels, aber auch Zeitz. Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, Sie sehen, das Jahr 2022 hat einiges für Sie, für uns bereit. Ich wünsche Ihnen für dieses neue Jahr viel Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.